Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tavern Master. Hier ist der Lama und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusehen. Wir haben in der letzten Folge wieder eine große Fete gefeiert, ein schönes mittelalterliches und ein sehr gelungenes Fest für unsere adligen 50 Gäste waren bei uns und haben sich mehr als nur wohlgefühlt. Wir haben nicht nur den ein oder anderen Taler hinterlassen, sondern auch ordentlich gebechert und auch gern mal ein bisschen Wein verschüttet. Man sieht es hier noch bei Marianne auf der Schürze, sind einige dunkle Flecken zu erkennen. Aber sie hat fleißig geschuftet. Ich wollte noch mal ganz kurz nachsehen. Wir haben in diesen Missionen den Auftrag ja 0,53 Prozentpunkte oder Wertungen für unser Essen im Durchschnitt zu erhalten. Jetzt wollte ich noch mal ganz kurz gucken, ob wir das nicht noch irgendwie zusammenschustern können. Wenn wir das auf dem Menü noch mal umstellen, wir haben 0,48 im Moment eingestellt. Wenn wir das Fischsteak noch mal rausnehmen, was keinerlei Wertung hat, und doch noch mal hier auf die Hühnchenschüssel gehen. Nee, es ändert sich doch nichts daran am Wert. Also, ich hatte die große Hoffnung, wenn wir hier noch ein bisschen rumprobieren, selbst wenn ich die Obstschale hier rausnehme, es ändert sich tatsächlich nichts. Ich hatte gehofft, wir schaffen das, oder? Wartet mal, wie ist denn das, wenn wir Erdbeerkuchen? Warum ist der? Achso, der war drin wegen Eventessen, ne? Richtig. Wenn wir das einstellen. Nee. Also das hier dazu zu nehmen, auch mit Eventessen, da wo ein Sternchen ist, das reicht nicht. Offensichtlich bedeutet das für uns, wir müssen doch das nochmal so umstellen und unsere Fortschritte hier machen. Ich meine, immerhin, das Sahnebrötchen ist ja jetzt schon wieder fast eine Stufe weiter. 31 von 45, also das muss man noch ein paar Mal kaufen, dann also 14 Mal, dann ist das erledigt. Brot hat es. Naja, hat noch einen weiten Weg vor sich. Okay, aber Fischsteak müssen wir drin lassen, weil das wäre ja dann die nächste Mission gewesen. Wir sollen ja 17 Stück davon verkaufen. Also von daher, gut. Es bringt uns jetzt nichts wirklich viel Fortschritt. Auf Diebe müssen wir warten. Und naja, wir haben noch eine Mission, die wir jetzt noch nicht kennen, die am nächsten Tag dazukommt. Und das gucken wir uns auch gleich mal an. Welche Mission denn da kommt? Guck mal, wer da kommt. Der Tagelöhner. Du hast dich erfolgreich verteidigt. Vielen, vielen Dank. Damit ist diese Mission abgeschlossen. Wir haben ein neues Rezept. Das ist jetzt wichtig für uns für die Eventveranstaltungen. Und wir sollen das Mitarbeiterlevel eines beliebigen Mitarbeiters erhöhen. Das sollte eigentlich auch relativ schnell gehen. Wir haben ja genug Angestellte. Irgendeiner wird sich garantiert bereit erklären, noch besser zu arbeiten, als er das ohnehin schon für uns tut. Okay. Wir haben 164 Taler, nicht sonderlich viel. Wir haben auf jeden Fall unser Ansehen deutlich zu steigern, aber so oder so brauchen wir dafür jetzt wirklich erstmal Geld. Und um das Ansehen zu steigern, würde ich jetzt gar nicht so unbedingt an dekorativen Zusatzelementen ausgeben, sondern ich würde tatsächlich jetzt mal einen Schritt weitergehen und versuchen, die Ansehenssteigerung insofern umzusetzen, dass wir wirklich bessere Tischgarnituren besorgen. Die Sitzplätze in ihrer Anzahl sollten ja in etwa gleich bleiben. Die große Tafel braucht 1500 Taler, ne? Das ist nicht gerade wenig. Also wir müssen sparen. Es geht gar nicht anders. Und gleichzeitig müssen wir aber doch noch ein bisschen investieren, denn ihr wisst es, wir müssen ja unsere Herrschaften auf Mission schicken. Jetzt holen wir uns erstmal die Erdbeeren ab. Übrigens, auch ein bisschen darauf achten, ich meine, jetzt betrifft uns das noch nicht, denn wir haben ja, wie soll ich sagen, wir haben 100 Plätze frei für eine beliebige Zutat. Dann ist aber Schluss. Mehr können wir gar nicht aufnehmen. Das heißt, wenn man dann auf Mission geht und kann das dann nicht einlagern, dann kann man das auch nicht abschließen. Das ist ein Problem, weil dann hat man für andere Missionen entweder den Platz nicht zur Verfügung oder nicht genügend Ritter. Also man muss ein bisschen aufpassen, dass man das im Hinterkopf behält. So, jetzt haben wir ein Problem. Wir sollen ja Erbsen besorgen, richtig? Ja, wir brauchen Erbsen für diese
königlich oder die Veranstaltung, die den Klerus zumindest schon mal zu uns zieht. Und dafür brauchen wir allerdings wirklich, wirklich eine schlagkräftige Truppe. Die Schwierigkeit liegt hier schon bei 80. Das Geld ist jetzt nicht mal unbedingt das Entscheidende, aber was natürlich echt ins Kontor fällt, ist, dass wir hier nur 4 als Belohnung bekommen. 4 Erbsen oder sollen das Bohnen sein? Also es ist ganz schön wenig. Und selbst wenn ich jetzt alle Ritter einsetze, oh, es reicht gerade so. Aber ich muss wirklich alle losschicken. Die stehen uns halt auch für andere Missionen nicht zur Verfügung. Wir müssen echt gucken, dass wir hier auch in die nächste Wertungsebene kommen, in die nächste Abenteurerstufe. Dann wäre das wahrscheinlich eine Wertung oder eine schlagkräftige Truppe von der Stärke ab 17 bis, also 17 aufwärts bis irgendwas um die Anfang, Mitte 20 von der Stärke her. Das können wir aber ganz leicht rausfinden. Uns fehlen ja nur 470 Wertungspunkte, um auf die 3000 zu kommen. Ich würde sagen, jetzt so, ja gut, wir schließen erstmal die Mission ab hier beim über dieses Level ab. Das machen wir jetzt eben mal noch schnell. Hugo, der Koch hat sich deutlich verbessert. Und der steht hier sogar, nee, den könnten wir eigentlich dann vielleicht so als Notlösung noch mit in die Suppen setzen, wenn wir sie anbieten. Wir machen mal spaßeshalber einen Punkt in Suppen. Nur vorsichtshalber. So, die Mission ist aber abgeschlossen. Auftrag ist durch. Damit haben wir schon am nächsten Tag 2. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das hier noch schaffen mit den 17. Oh, nee, das schaffen wir nicht. Es ist ja schon 17 Uhr, sehe ich gerade. Obwohl die Zeit auf ganz normale Geschwindigkeit läuft. Das schaffen wir zeittechnisch einfach nicht mehr. Aber 1500, Leute, es reicht nicht. Ich habe das Geld einfach nicht zur Verfügung, um die erste große Bank zu kaufen, oder? Den ersten großen Tisch. Die Festtafel. Ja, ich meine, wir gehen es mal ruhig an. Ja, es ist ja immerhin, es läuft ja hier alles noch. Ja, die Gäste zahlen ja noch. Ah, apropos zahlen. Da wollte ich doch gleich nochmal gucken. Der Met kostet 7 Taler. Da wollte ich ja auch nochmal in die Preisübersicht gucken. Ja, wir verlangen für Met 7. Das Nachfüllen kostet 4. Das ist nicht in Relation, Leute. Und wir sind ja, wenn ich das richtig sehe, ja, und das sieht auch wirklich danach aus, sind wir voll belegt. Das heißt, wir sagen jetzt 9. Klar, das gibt jetzt ein Minus, ja. Minus 21 durch höheren Getränkepreis, aber Met ist ja auch was Feines. Ja, wo findest du heutzutage einfach mal schnell einen guten Met? Also, da darf man schon sagen, dass sich die gehobene Gesellschaft, die sich ja solche Getränke eh nur in der Lage waren zu leisten, das konnte ja der gemeine Pöbel gar nicht. Dafür war ja das Geld gar nicht da, die finanziellen Mittel. Und die es hatten, die haben auch genug davon. Das war ja immer schon so. Die Ungleichverteilung zwischen Arm und Reich, die Schere ging schon immer weit auseinander. Dann sollen doch auch die es wirklich haben, auch dementsprechend ein bisschen was da lassen. Also ich denke, das ist ja wohl nicht zu viel verlangt. 9 Taler also. Und das bringt uns auch einen ganz wichtigen Fortschritt in unserem Finanzhaushalt. Wir dürfen nicht vergessen, wir müssen hier auch baldigst wieder auffüllen und das wird teuer. Also ganz entspannt zurücklehnen ist noch nicht angesagt. Aber wir gucken einfach mal, was uns am Ende des Tages jetzt übrig bleibt. Und dann schauen wir mal, was wir damit vielleicht doch noch anstellen können. Möglicherweise haben wir ja Glück und können uns doch so eine Tafel noch leisten. Jetzt lassen wir die Damen einfach mal noch ihre Arbeit machen und gemütlich aufräumen. Sehr, sehr toll. Gut, also das hat sich gelohnt. Diesmal haben wir wirklich einen deutlichen Überschuss erwirtschaftet. Ja, wir dürfen nicht vergessen, ich habe jetzt natürlich, bevor diese Tageszusammenfassung kam, nicht investiert, um unser Lager wieder aufzufüllen. Ja, das gebe ich ehrlich zu. Das würde hier natürlich deutlich entgegenwirken. Und dann gucken wir gleich mal, wir haben jetzt 1400 haben wir umgesetzt. 98% Belegung. Bei schönem Wetter
Naja, es war nicht voll. Es war wirklich nicht voll. Jetzt haben wir den Preis für Met nochmal um 2 Taler erhöht. Das heißt, das spricht dem nochmal entgegen. Aber das gleichen wir jetzt wieder aus, indem wir unser Ansehen etwas steigern. Aber lasst uns doch jetzt ganz kurz erstmal auffüllen. Das sind also nochmal knapp 300 weniger. Jetzt kommt noch das Essen zu. Ja, unterm Strich sind 600 Taler nochmal weniger. Also ja, haben wir 800 Taler haben wir umgesetzt. Würde ich jetzt mal behaupten. So, wir lassen diesen Platz da hinten mal frei. Mehr Gäste wollen wir vielleicht gar nicht unbedingt. Oder ach, lasst uns einen Tisch noch rübersetzen. Wir machen das ja. Wir investieren jetzt mal ein kleines bisschen Geld. Ich möchte jetzt von diesen Tischen nichts verkaufen. Noch nicht. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich sag's euch auch gleich. Ich könnte die ja jetzt verkaufen. Dann hätte ich noch ein kleines bisschen Geld. Und viel ist es nicht, denn allein der Tisch kostet ja nur 70. Also wirklich nicht sehr teuer. Ich möchte aber diesen Platz jetzt doch nochmal vorbereiten. Also wenn wir jetzt wirklich genug Geld hätten, dann hätte ich das jetzt einfach verkauft. Wer braucht dieses Mobiliar denn noch? Kein Mensch. Aber ich traue mich ehrlich gesagt einfach noch nicht so richtig, das zu verkaufen, weil uns fehlen dann Sitzplätze, die ich möglicherweise nicht zur Verfügung stellen kann. Denn das kostet schon 1500, diese tolle Tafel. Die sieht auch unheimlich toll aus. Die nehmen wir auch. Da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Aber ihr seht es schon, ich habe gar kein Geld, um mir die Sitzplätze noch dazu zu kaufen. Diese schicken Hocker mit samtbezogenen Sitzgelegenheiten, die kann ich mir gar nicht leisten. Und wir starten mit einem fetten Minus in den nächsten Tag. Auch wenn wir hier noch im Plus sind, die Angestelltengehälter, die werden jetzt nochmal deutlich ins Kontor schlagen. Deswegen, also, doch bin ich froh, dass wir die Tische doch noch haben. Ja, gut, ich meine, dieses Ansehen ist durch das Kaufen dieser Tafel ja eh schon gestiegen. Aber gut, es fehlt jetzt an Sitzplätzen. Das müssen wir dann am nächsten Tag machen. Jetzt gucken wir mal in den nächsten Tag und werden mit offenem Munde und großem Schrecken hier auf unseren Kontostand schauen. Minus 448. Oh. Das tut weh. Okay. Wir haben einen unzufriedenen Wirt. Helmut. Habe ich mich hier ein bisschen verklickt. Helmut, was ist los? Helmut ist nicht glücklich. 25% Zufriedenheit. Und der ist noch weit entfernt von einem Stufenaufstieg. Er kriegt jetzt 60 Taler. Das wird eh wieder Stück für Stück nachlassen. Ich weiß gar nicht, bis zu welchem Punkt sich das dann steigert, ja? Wann die Angestellten dann auch endlich in Anführungszeichen, zufrieden sind und sagen, also ich bin jetzt glücklich, ich bin bescheiden, mehr brauche ich nicht. Ich kann meine 3 Kinder ernähren, ich kann den Ludwig ins Kloster schicken zum Schreiben lernen, das reicht alles. Ja. Gucken wir mal, ob es da irgendwo eine Grenze gibt, wo dann die Stimmung nicht mehr absinkt, ansonsten müssten wir den Helmut vielleicht doch irgendwann wohl oder übel verlassen und uns dann doch nochmal nach einem anderen Schankwirt umschauen. Ich hoffe, so weit wird es nicht kommen. Gut, wir haben eine Steigerung des Ansehens. Das ist gut. Das zieht auf jeden Fall deutlich mehr Kundschaft an. Aber wir sehen es schon. Hier werden einige Plätze nicht belegt. Ja, der erhöhte Metpreis schlägt dem einen oder anderen im wahrsten Sinne des Wortes auf den Magen. Im Moment ist man nicht bereit, diese Preise in Kauf zu nehmen. Jedenfalls nicht für Met. Trotzdem, ich weiche nicht zurück. Nein, 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 wir lassen das so. Das wird sich irgendwann einpegeln, denn wir gehen sicherlich mit größeren Schritten vorwärts und können dann auch hier durch das Ansehen steigern, wieder ein bisschen ausgleichen und mehr Gäste anziehen. Gut, wir können eine nächste Veranstaltung planen. Im Moment wird es wahrscheinlich etwas schwierig. Wir brauchen diese Adligen für die neue Etage. Wir können allerdings kein Arbeitsjubiläum machen. Dafür fehlen die Erdbeeren und wir haben auch nicht genug Käse.
Für die Schlachtsiegfeier brauchen wir ja das gestiegene Ansehen. Reicht noch nicht. Und die Erbsen, die, naja, die ersten vier sind unterwegs. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz Erdbeeren. Erdbeeren, okay. Die Mission ist ja da. Super. Das ist großartig. Wir könnten sogar darüber nachdenken, ob wir nochmal eine Mission losschicken. Dann hätten wir 8. Mein Gott, wir brauchen es ja noch nicht, ne? Aber auf wie viel Prozent kommen wir? Auf 80%. Das ist mir nicht wert. Das ist mir zu riskant. Wir könnten nochmal nach... Käse sind nur 9. Nee, da warte ich lieber auf den Tageswechsel in der Hoffnung, dass da mehr rauskommt. Aber Erdbeeren könnten wir vielleicht nochmal... Ja, wir gehen kein Risiko ein. Komm, wir schicken nochmal einen Trupp los für Erdbeeren. Ist zwar schon ein bisschen spät am Tage, aber macht ja nichts. So, dann haben wir Georg, der sich gesteigert hat auf Stufe 5. Er darf noch ein kleines bisschen schneller arbeiten. So. Gut. Ja, Leute, also wir verdienen jetzt natürlich das meiste Geld nur, wenn man sich den Met denn kauft. Der liegt jetzt bei 9 Talern. Ja, das ist natürlich nicht gerade wenig. Und das meiste Essen verdienen wir, das meiste Geld verdienen wir tatsächlich durch den Verkauf von Speisen. Durch Essen. Gott sei Dank, das Fischsteak kann jetzt ein bisschen teurer verkauft werden. Wir drehen jetzt, im Moment ist es gerade so ein Punkt, wo ich jeden Taler umdrehe. Wollen wir noch einen Koch einstellen? Für Suppe? Wollen wir das tun? Nee, noch nicht. Ich meine, unterm Strich, es wäre ein Angestellter mehr, ne? Wenn man Suppe kauft, dann würde uns das wieder ein bisschen Geld bringen. Wobei, ihr seht es schon, die Suppen, die sind nicht so teuer. Jedenfalls nicht ohne Sternchen. Das meiste Geld kriegen wir tatsächlich durch den Verkauf der Hauptgänge, ne? Eigentlich müssten wir mehr Hauptgänge und Desserts haben. Und ich meine, das Sahnebrötchen hat ja auch bald... Nee, wir warten noch. Das ist mir noch nicht lukrativ genug. Wir müssen mehr Umsatz machen, bevor wir da eine Hausnummer nach oben gehen. Jetzt gucken wir nochmal in die Veranstaltungen rein. Wir haben ja jetzt genug Erdbeeren. Wir machen dieses Arbeitsjubiläum, ja. Wir wissen, dass sich das lohnt. Allein die Belohnung von 400 Talern ist es uns schon deutlich wert. Ich würde sagen, so machen wir das. Wir setzen das nächste Arbeitsjubiläum. Okay. Geben wir noch ein kleines bisschen Gas. So, jetzt sind wir etwa bei 23 Uhr. Jetzt machen wir es auch gleich nochmal so, dass ich die Zeit nochmal kurz anhalte und wirklich alles an Geld hier nochmal investiere, damit wir wirklich einen guten Überblick haben, was unser tatsächlicher Umsatz ist zum Tagesende. Denn jetzt wird nichts mehr gekocht, jetzt wird auch kein Getränk mehr zum Verkauf angeboten. So haben wir eigentlich einen relativ guten Überblick. Ja, so, jetzt sehen wir, jetzt haben wir einen Wert, mit dem wir wirklich arbeiten können. Ja, alles ist aufgefüllt, alles ist bedacht, alles, was wir ausgeben müssen, haben wir ausgegeben. Das bringt einen Umsatz von 780 Talern. Durchschnittsbelegung hat sich nicht geändert. Es war eigentlich in Ordnung. Getränke servieren ist noch im Rahmen. Was die Zeit angeht, läuft eigentlich alles noch ganz dufte. Jetzt kommt die Veranstaltung auf uns zu, ne? Das heißt, wir müssen eigentlich nichts berücksichtigen. Wir müssen nicht mal diese Kisten dann im Anschluss wieder auffüllen. Gucken wir nochmal in die Missionen. Fischsteak wird jetzt natürlich nicht gekauft. Das schließen wir dann also am übernächsten Tag ab. Serviere den einen Tag lang nur Hauptgerichte. Das müssen wir uns dann vornehmen, auch für den übernächsten Tag. Das darf ich nicht vergessen. Hoffentlich denke ich daran. Und jetzt fehlt uns hier noch 0,01 für die Sternewertung fürs Essen. Das sollte auch nicht mehr so lange auf sich warten lassen, denn
Wie sieht's denn aus mit unserem Eventessen? Der Erdbeerkuchen, der hat's fast geschafft. Dann könnten wir diese Mission möglicherweise sogar hinbekommen, wenn, vorausgesetzt, dieser Stern noch in die Durchschnittswertung einfließt. Aber ich denke, dass dieser Stern hier mitgewertet wird. Okay, das sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Ich gucke noch mal ganz kurz auf unsere Angestellten, denn wir schauen uns mal unseren Wächter an. Das habe ich nämlich noch ganz außer Acht gelassen. Unser Wächter hat zwar keine Skills, allerdings sehen wir, dass er bestimmte Sachen tragen kann, die seine Wahrscheinlichkeiten auf das Abwehren oder das Verteidigen unserer Taverne gegenüber dem gemeinen Fußvolk ist, den Diebesleuten, die uns hier überrumpeln wollen. Wir sehen, dass also ein einfacher Dieb gar keine Chance hat, bei uns einzusteigen, durchs Fenster zu krabbeln oder durch die Tür zu stürmen. Er wird abgewehrt. Mittlere Bedrohung, da sieht es dann schon ein bisschen anders aus. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das nun umsetzt. Also was jetzt genau die mittlere Bedrohung ist. Ich habe es einmal erlebt, dass zwei Diebe auf einen Schlag kamen. Das wäre vielleicht die mittlere. Ich weiß es aber, ich weiß es nicht genau. Es kann natürlich auch sein, dass es auch unter den Dieben nochmal Unterschiede gibt, dass sie unterschiedlich stark sind. Auf jeden Fall sollten wir das nicht außer Acht lassen. Jetzt hat er natürlich noch nicht mal ein Helmchen, unser Leopold. Der Lohn bleibt, glaube ich, gleich. Wir müssen ihm nur ein Häubchen aufsetzen. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Wenn wir ihm jetzt so eine Schirmmütze geben, dann haben wir hier zumindest die Abwehr von mittleren Bedrohungen gesteigert um ein Drittel, ne? Ja, gutes Drittel, was er mehr abwehren kann. Wenn wir jetzt hier noch investieren in einen Brustharnisch oder verbesserten Stoff, wahrscheinlich mehr Leder zunächst einmal. Das wären nochmal 300 Taler. Die will ich jetzt noch nicht ausgeben. Nee, ich glaube, dass wir jetzt ihm so ein Mützchen hier geben. Nee, Leute, das muss jetzt erstmal reichen. Das war teuer genug, 200 Taler. Aber ihr wisst, worauf es hinausläuft, ne? Also es wird dann hier auch gerade am Ende, wenn er dann diese zusammengeschusterte Streitaxt oder was auch immer das sein soll, sieht gefährlich aus, hier braucht, das sind 2000 Taler. Das ist schon ordentlich. Jedenfalls für uns ist es im Moment ziemlich viel Geld. Also gut, wir würde ich sagen, machen an der Stelle einen ganz kurzen Cut, bevor es dann in der nächsten Folge um unsere Festivitäten geht und um das weitere Beschließen und Bearbeiten unserer Aufträge und dem Verbessern unserer kleinen Gaststube. Ich hoffe, es hat euch ein kleines bisschen gefallen, ein bisschen Spaß gemacht. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Bleibt gesund, munter, fröhlich und lasst es euch gut gehen. Tschüss und Ade, sagt der Lama.